Das internationale Jahr des Lichts und der lichtbasierten Technologien 2015 ist eine Initiative der UN-Generalversammlung. Es soll an die Bedeutung von Licht als elementare Lebensvoraussetzung erinnern. In der Nacht vom 6. zum 7. Juni werden das Mausoleum, der neue Wasserturm und die Wasserburg Roßlau durch zusätzlich installierte Beleuchtungen sichtbare Akzente setzen. Ja, das Mausoleum, der neue Wasserturm und auch die Burg Roßlau sind ja drei bedeutende Denkmäler hier in unserer Stadt. Und die Fördervereine engagieren sich für deren Erhalt. Namentlich sind dies der Förderverein Burg Roßlau, der Verein zur Förderung und Erhaltung des neuen Wasserturms und der Förderverein Mausoleum. Und neben dem Erhalt ist es natürlich wichtig, diese Denkmäler auch immer ins Bewusstsein zu rücken und da, wo es geht, auch erlebbar zu machen. Und so nutzen die drei Fördervereine den Anlass am 6. Juni, um die drei Denkmäler lichttechnisch in Szene zu setzen und natürlich auch zu demonstrieren, wie wichtig es ist, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und sich gemeinschaftlich für den Erhalt unseres kulturellen Erbes hier in unserer Stadt zu engagieren. Durch das Beleuchten soll ein Stück Aufmerksamkeit geschaffen und die Bauwerke ins Bewusstsein gerückt werden. Dabei symbolisiert die Aktion auch das gemeinsame Engagement der drei Vereine, die sich mit viel Leidenschaft dem Erhalt der Denkmäler widmen. Für den Abend des 6. Juni geben die Vereine einen Routentipp ab. Unsere Empfehlung ist es, den Abend auf der Burg in Roßlau beginnen zu lassen, sich ab 21 Uhr dort auf das Thema einzustimmen. Der Förderverein Burg wird dort einen kleinen Imbiss vorbereiten. Darüber hinaus stehen auf der Burg in Roßlau die Ansprechpartner und auch Mitglieder der Fördervereine Burg, Wasserturm und Mausoleum für Informationen zur Verfügung. An den Denkmälern in Dessau selber, am Mausoleum und am neuen Wasserturm, ist eine persönliche Präsenz aus organisatorisch-technischen Gründen nicht möglich. Auf der Burg wird es außerdem die Möglichkeit geben, Modelle von Mausoleum und Wasserturm zu besichtigen und natürlich auch zu spenden. Ja, und auf der Rückfahrt dann nach Hause, nach bzw. durch Dessau, leuchten dann das Mausoleum und der neue Wasserturm. Auch im Rathaus der Stadt Dessau-Roßlau wird die gemeinsame Aktion sehr begrüßt. Kulturamtsleiter Steffen Kuras ist froh, dass die drei Vereine sich gefunden haben und trotz ihrer unterschiedlichen Ausgangslagen gemeinsam durch Kooperation und Austausch motiviert arbeiten. Er sieht sie als wichtige Partner der Stadt. Das Ziel der Aktion sieht er vor allem in der Öffentlichkeitswahrnehmung. Die drei Vereine haben das internationale Jahr des Lichtes zum Anlass genommen, hier mit Licht aufmerksam zu machen. Ich glaube, Sie wollen sagen, Licht ist genauso lebensnotwendig wie Kultur und unser kulturelles Erbe. Und wir sind hier gemeinsam drei Fördervereine, die sich in besonderem Maße um kulturelles Erbe in dieser Stadt ehrenamtlich bemühen. Sie wollen gleichzeitig einladen, die Bürgerinnen und Bürger einmal das Gebäude oder die Gebäude wahrzunehmen, aber auch kommt zu uns. Hier kann man sich einmal an den Gebäuden und das, was wir rings um die Gebäude machen, erfreuen. Das ist ja bei dem einen ein bisschen stärker als bei den anderen. Also Burgverein Burg ist ja eine Kulturstätte in dieser Stadt, während eben Wasserturm ja noch eine richtige Baustelle ist. Aber einmal zu sagen, wir laden hier ein, kommt, bestaunt unsere Objekte oder kommt und genießt hier die Veranstaltung. Oder noch weiter, das würde die Vereine natürlich besonders freuen, engagiert euch mit uns gemeinsam für diese Dinge. Das könnt ihr tun, indem ihr euch spendet, indem ihr Geld gebt oder noch besser, indem ihr Mitglied werdet und auch die Ärmel hochkrempelt und vielleicht auch mittut. Das ist die Botschaft der drei Fördervereine. Einen besonderen Dank möchten die drei Vereine schon jetzt an das Kulturamt der Stadt Dessau-Roßlau, die Mitarbeiter des Tierparks und den Eigenbetrieb Stadtpflege der Abteilung Beleuchtung richten. Ohne deren tatkräftige Unterstützung hätte die Lichtaktion nicht realisiert werden können. Der Förderverein Mausoleum, der Verein zur Förderung und Erhaltung des neuen Wasserturms sowie der Förderverein Burg Roßlau freuen sich auf ihren Besuch, und zwar am 6. Juni. Das komplette Programm von RAN 1, Ihrem Heimatsender mit Reichweite, sehen Sie täglich über Satellit
im Kabel, über Antenne.